Ihr wollt auch, dass euer Hund einen Steh aus der Bewegung kann? Dann bleibt dran, denn es ist gar nicht so schwer. Als erstes hocken wir neben unserem Hund und bringen ihn erstmal in die Stehposition und füttern ihn dort fest. Danach laufen wir ein paar Schritte mit dem Hund rückwärts und bleiben dann schon das erste Mal stehen mit dem Kommando zusammen. Wenn das schon funktioniert, können wir die Hand ab und zu etwas abdoggen und im nächsten Step sogar das Bein bewegen. Wenn das klappt, auch schon etwas weiter weggehen. Bei der Belohnung ist es wichtig, immer schön in den Hund reinzugehen. Jetzt kommt ein Punkt, den macht nicht jeder, ich mache ihn so, deswegen zeige ich ihn euch. Und zwar geht es um das Sch, denn später, wenn ich das Kommando Steh ausspreche, springt der Hund beim Sch hoch und beim T steht er. Das heißt, ich kombiniere einfach nur beides. Erst bringe ich ihn bei hoch zu springen, dann helfe ich ihm beim Runterkommen und belohne ihn in der Position. Das Ganze hilft mir vor allem für später, wenn wir das Ganze im Laufschritt machen wollen. Viel Spaß beim Üben!